Der Wochenbeginn im Allgäu. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu ATV Nachrichten und zu diesen Montagsthemen. Jetzt ist es amtlich. Aus dem Krankenhaus Obergünzburg wird eine psychosomatische Klinik. Wieder Forettle und kein Ende. Bürgerentscheide in Kaufbeuren scheitern an Beteiligung. Und mehr Feeling auf der Iller. Surfen beim Brückenhänger-Jam in Kempten. 1953 wurde das Krankenhaus in Obergünzburg eröffnet, 2008 noch einmal umfassend saniert, um im letzten Jahr dann geschlossen zu werden. Die Enttäuschung oder nennen wir es besser die Wut darüber war und ist in der Bevölkerung noch immer groß. Jetzt steht zumindest fest, das Gebäude wird weiterhin genutzt. Die Bezirkskliniken Schwaben wollen dort eine psychosomatische Klinik errichten. Näheres haben Sie jetzt in den künftigen Räumlichkeiten direkt im alten Krankenhaus der Öffentlichkeit erläutert. Dieser idyllische Ausblick war ein ausschlaggebender Punkt, warum die Wahl der Bezirkskliniken auf das alte Krankenhaus in Obergünzburg fiel. Denn die Patienten, die künftig hierher kommen, brauchen Ruhe. Sie sind meist ausgebrannt, müssen sich erst neu finden. Auch wenn Burnout keine anerkannte Diagnose ist, wer künftig hier in diese neue Klinik kommt, der kommt den damit verbundenen Symptomen am nächsten. Mir schwebte schon länger vor, ein solches Angebot zu schaffen innerhalb unseres Unternehmens. Und dafür braucht es eine Lage, ich hatte es schon gesagt, im Grünen, eine Lage in absoluter Ruhe, etwas abseits eines Ortes. Und das, was Obergünzburg ein bisschen zum Verhängnis wurde fürs Allgemeinkrankenhaus, nämlich diese Abgeschiedenheit weg von einer größeren Stadt, von einer größeren Region, das ist der Vorteil für unser Vorhaben. Insofern ergänzt sich unsere Anschlussnutzung ganz hervorragend. Über den Kaufpreis des ehemaligen Krankenhauses haben alle Beteiligten stillschweigend vereinbart. Wert legen sie jedoch auf die Tatsache, dass die Bezirkskliniken jegliches Risiko tragen. Das heißt, selbst wenn der Freistaat möglicherweise Fördergelder, die damals für den Umbau geflossen sind, zurückhaben möchte, würden diese vom BKH übernommen. Jetzt wird erst einmal kräftig umgebaut. 7 Millionen Euro wollen die Bezirkskliniken in die Hand nehmen, um aus einem alten Akutkrankenhaus eine Einrichtung mit dem Grundsatz weniger Krankenhaus, mehr Hotel zu bauen. Unter anderem ist von einer Wellness-Oase die Rede. Es geht überhaupt in Richtung verschiedenster Therapien. Sie müssen sich das vorstellen, Ergotherapien, Sport- und Bewegungstherapien, Kunst, Kreativ-, musiktherapeutische Angebote wird es geben. Und natürlich auch die fachärztlichen Angebote, flankiert von psychologischen Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten werden. Und das Ganze muss eingebettet sein in eine Umgebung, die reizarm ist, die im Grünen beheimatet ist und die ein entsprechendes Ambiente hat, die nicht rein den klinischen Charakter hat, wie man es von Allgemeinkrankenhäusern kennt. Denn unsere Patienten, die sind absolut mobil, die verbringen nur die Nacht im Bett denen müssen wir ein adäquates Angebot bieten, bis hin zum Wellness-Thema. 50 Therapieplätze will das BKH hier errichten. Die Patienten sollen von 50 bis 60 Mitarbeitern betreut werden. Die Arbeitsplätze sollen übrigens neu entstehen, nicht von irgendwo anders zusammengezogen werden. Auch ein Chefarzt wird noch gesucht. Es ist ein schöner Tag für den Markt Obergünzburg. Wir heißen die Bezirkskliniken Schwaben ganz herzlich willkommen hier in unserem Krankenhaus. Es ist unser Krankenhaus, es wird immer unser Krankenhaus bleiben. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, tatsächlich eine medizinische Nachnutzung zu finden. Die Bezirkskliniken sind ein sehr, sehr guter Partner für uns. Wir sind in der kommunalen Familie miteinander verbunden und wir freuen uns. 2016 sollen hier die ersten Patienten einziehen. Sie sollen aus ganz Schwaben kommen und je nach Erkrankung 6 bis 8 Wochen lang hierbleiben und das Panorama genießen. Bevor die Verantwortlichen der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren übrigens den Verkauf des Krankenhauses Obergünzburg an die Bezirkskliniken bekannt gaben, gab es für sie noch etwas anderes zum Feiern. Das erste Mal seit über 20 Jahren war das Haus in Kaufbeuren ohne Kran. Der letzte Bauabschnitt ist fertiggestellt. So manches hängt noch nicht an seiner Stelle. Im Großen und Ganzen allerdings sind die Baumaßnahmen am Kaufbeurer Krankenhaus abgeschlossen. Über 110 Millionen Euro wurden in den letzten 20 Jahren hier am Krankenhaus verbaut, in verschiedenen Bauabschnitten. Fast nichts blieb in dieser Zeit an seinem Platz. Es gibt den Spruch, an einem guten Krankenhaus steht immer ein Kran.
Und das will so viel sagen wie, ein Krankenhaus muss sich ständig verändern und den Anforderungen anpassen. Und wenn ein Kran hier steht, wird in die Zukunft investiert. Und so war es auch in Kaufbeuren. Hier ist viele Jahre gebaut worden und man hat aus dem ehemaligen städtischen Krankenhaus Kaufbeuren hier einen leistungsfähigen Regionalversorger gebaut. Heute hat das Klinikum Kaufbeuren 10 Fachabteilungen, 3 Belegabteilungen und 7 medizinische Fachzentren und ist der regionale Schwerpunktversorger für die Stadt Kaufbeuren, für den Landkreis Ostallgäu, aber auch über diese Region hinaus. Auf die Bedeutung des Kaufbeurer Hauses auch über die Stadtgrenzen hinaus machten auch die anderen Redner des Festaktes aufmerksam. Etwa 60% der Patienten hier kommen nicht aus der Stadt Anderwertach. 10 Fachabteilungen, 7 medizinische Fachzentren und 3 Belegabteilungen sind hier untergebracht. 360 Patienten können gleichzeitig stationär behandelt werden. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse ist dementsprechend froh, dass die Bauarbeiten beendet sind. Natürlich sind alle erleichtert, dass diese lange Krankenhausgeschichte nun abgeschlossen werden kann, noch dazu mit einem sehr guten Ergebnis. Das Haus kann sich wirklich sehen lassen, es ist sehr gelungen und ich glaube, dass sich wirklich die Patienten freuen können, aber auch die Mitarbeiter, alle, die hier arbeiten, sind sehr, sehr froh über das, was jetzt entstanden ist. Zusammen mit Bezirkstagspräsident Jürgen Reichardt und der Ostallgäuer Landrätin Marita Zinnecker durchschnitt Bosse symbolisch das Band zum nun fertiggestellten Krankenhaus. Und vielleicht hat er jetzt jemand Zeit, das Schild aufzuhängen. Wir bleiben in Kaufbeuren. Die beiden Bürgerentscheide zu einem Fachmarktzentrum nahe der Altstadt und einem neuen Stadtviertel zwischen Altstadt und Bahnhof in Kaufbeuren sind am sogenannten Quorum gescheitert. Das heißt, die Mindestbeteiligung von 20% aller Wahlberechtigten wurde nicht erreicht. Trotzdem gab es bei den beiden Abstimmungen gestern ein klares Signal der Bürger, denn mit 5.674 Stimmen und damit knapp 57% hat sich eine Mehrheit für ein Fachmarktzentrum im Vorrettle entschieden. Nur 2.995 Ja-Stimmen gab es hingegen beim zweiten Bürgerentscheid für ein neues Stadtviertel Wohnen und Arbeiten. Was bedeutet das Ergebnis denn nun, sprich, wie geht es weiter mit dem viel diskutierten Vorrettle in Kaufbeuren? Wir haben nachgefragt. Die Zukunft des Vorrettle ist weiter ungewiss. Beide Bürgerentscheide rund um das private Gelände sind gestern gescheitert. Damit geben die Bürger die Entscheidung an die Stadt zurück. Trotzdem gibt es ein eindeutiges Ja zu einem geplanten Fachmarktzentrum. Das könnte die Stadt mit maximal 8.500 Quadratmetern Verkaufsfläche zulassen. Ich gehe davon aus, dass eine Mehrheit für dieses Fachmarktzentrum jetzt zustande kommt im Stadtrat. Wir werden das ganz sorgfältig abwägen. Das Verfahren wird ganz normal weiterlaufen. Und auf der anderen Seite gab es ein sehr klares Votum gegen eine Wohnbebauung im Bereich dieser Sportanlagen in Bahnhofsnähe. Ich glaube, dass das auch nicht weiter verfolgt wird. Der Wille der Kaufbeurer Bürger könnte also, trotz zu wenig Beteiligung, befolgt werden. Ein Freifahrtschein für den Investor und sein 25 Millionen Euro schweres Vorhaben sei das Votum aber trotzdem nicht, so die Stadt. Große Enttäuschung hingegen bei der Opposition. Die Gruppe rund um Bernhard Pohl hatte sich mit dem zweiten Bürgerentscheid für ein neues Stadtviertel mit Wohn- und Arbeitsfläche eingesetzt. Zunächst einmal ist es natürlich sehr schade, dass das Ergebnis so ist, wie es ist, weil Kaufbeuren hat, meine ich, eine große Chance verpasst mit dem neuen Stadtviertel. Aber interessant ist schon, dass nur gut 10% sowohl das eine als auch das andere abgelehnt haben. Natürlich kamen einige Störfeuer mit dazu, auch sehr unsachliche. Das Niveau der Auseinandersetzung war von Seiten der Befürworter des Fachmarktzentrums leider sehr schlecht. Es war aggressiv und auch das Thema des Eisstadions bzw. der Multifunktionsarena, das wurde hier mit hineingebracht, obwohl es eigentlich damit nicht unmittelbar etwas zu tun gehabt hätte. Das sieht der Rathauschef anders. Denn der zweite Bürgerentscheid hätte sehr wohl mit der Zukunft des Eisstadions zu tun. Denn die Standortsuche würde so erleichtert. Es ist so, dass es jetzt auf jeden Fall möglich ist, dass das neue Eisstadion in Altstadtnähe zwischen Altstadt und Bahnhof entsteht,
weil genau das wäre durch den Bürgerentscheid verhindert worden. Wenn wir dort Wohnbebauung hätten errichten müssen, dann hätten wir das Eisstadion dort nicht machen können. Und insofern wird der Stadtrat jetzt eine Entscheidung treffen müssen, machen wir das dort? Und die Entscheidung ist für morgen Abend vorgesehen. Morgen Abend also wird in Kaufbeuren eine weitere wichtige Infrastrukturentscheidung fallen. Der Standort eines neuen Eisstadions könnte damit bald geklärt sein. Was das Fachmarktzentrum betrifft, so läuft derzeit ein Bebauungsplanverfahren. Wie dann der Stadtrat darüber denkt, wird frühestens im Spätherbst aufkommen. Und so bleibt die Zukunft des Forettle noch einige Zeit offen. 4 Promille im Blut, mehr geht eigentlich nicht, denn spätestens dann setzen Lähmungen ein, Koma oder Atemstillstand. 4 Promille haben die Beamten bei einem 47-Jährigen gemessen, der dadurch aufgefallen war, dass er in Schwangau von einer Parkbank gekippt war. Dabei hatte er sich Verletzungen im Gesicht zugezogen. Im Krankenhaus wehrte er sich aber dermaßen, dass er dort nicht bleiben konnte, ebenso wenig wie in der Ausnüchterungszelle der Füssener Polizei, da er wegen der Verletzungen und den möglichen Folgen des Alkoholpegels nicht ohne medizinische Aufsicht bleiben konnte. Letztendlich führte sein Weg ins BKH Kaufbeuren, wo es auch ein suchtmedizinisches Zentrum gibt. Und gleich, vom Dauerregen am Samstag haben sich die Tennisasse beim ATP-Challenger-Turnier in Oberstaufen nicht aus der Bahn werfen lassen und hoffentlich nicht zum Thema passend der Regen. Es gibt die Aussichten für die nächste Woche gleich. Wählen Sie unter den Top-Küchen zu besten Preisen. Erwarten Sie Beratung und Service der Extraklasse. Küchenmeier, mit Sicherheit die beste Wahl. Küchenmeier in Kempten und jetzt auch in Memmingen. Küchenmeier. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Ein Urlaubstag mit Arnold Reisen. Entspannen Sie in wohlig warmen Thermalbädern. Erleben Sie herrliche Landschaften. Bummeln Sie durch wunderschöne Städte oder shoppen Sie nach Herzenslust. Starten Sie zu unvergesslichen Erlebnistouren. Wählen Sie Ihr Wunschziel und verbringen Sie einen vergnüglichen Urlaubstag in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Die Meldungen des Tages. Ein 17-Jähriger ist am Samstag nach einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Füssen gestorben. Am Grenztunnel in Richtung Österreich kam es zu einem Rückstau, den ein 25-jähriger Fahrer offenbar übersah. Er prallte fast ungebremst auf einen Bootsanhänger und wurde schwer verletzt. Sein jüngerer Bruder musste mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden, wo er kurz danach verstarb. Die Insassen des vorausfahrenden Fahrzeuges blieben unverletzt. Im Memminger Kressenbach ist am Freitag eine Leiche gefunden worden. Ein Passant hatte den 57-jährigen Memminger regungslos im Bach liegen sehen und alarmierte den Notruf. Der Kripo zufolge gäbe es keine Anzeichen auf Fremdverschulden. Trotzdem soll es nun eine Obduktion geben, um die Todesursache zu klären. Im Frontener Alpenbad ist ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Bereits letzten Dienstag rutschte er zusammen mit seiner 7-jährigen Tochter in einer Rutsche, als ein nachfolgender Jugendlicher auf ihn prallte. Dadurch erlitt der Berliner einen Wirbelbruch und konnte im Auffangbecken nicht mehr eigenständig aufstehen. Der Junge verschwand, ohne Hilfe zu leisten. Die 7-Jährige verständigte die Mutter und die Badeaufsicht. Der Unfallverursacher war etwa 15 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare und war wohl mit einer Gruppe Jugendlicher im Bad. Die Polizei Pfronten nimmt dazu Hinweise entgegen.
Über 500 Radfahrer aller Altersstufen haben gestern an der Allgäu-Rundfahrt teilgenommen. Die Teilnehmer gingen in 8 verschiedenen Touren mit 12 bis 165 Kilometern Länge an den Start. Neu war dabei in diesem Jahr eine 50-Kilometer-Tour für Mountainbikes. In der Teamwertung gewann die Mannschaft, deren Mitglieder zusammen die meisten Kilometer hinter sich brachte. Diesen Sieg trug das Team Allgäu-Strom davon mit 4.510 Kilometern. Den zweiten Platz belegten die Debütanten des Team WNT mit 3.694 Kilometern. Veranstaltet wird die Allgäu-Rundfahrt vom RSC Kempten. Es liegt uns natürlich sehr am Herzen, die Allgäu-Rundfahrt reibungslos und für alle Teilnehmer zur vollen Zufriedenheit über die Bühne zu bringen. Der organisatorische Aufwand ist natürlich enorm bei so einer Großveranstaltung. Wir sind gerüstet für 2000 Teilnehmer. Helfer vor Ort und draußen auf der Strecke, da reichen 100 nicht. Mit der Teilnehmerzahl waren die Veranstalter am Ende zufrieden. 511 Radler ließen sich vom nassen Wetter nicht abschrecken. Der Dauerregen in der Region hat am Wochenende für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren und der Polizei gesorgt. Bis heute Vormittag registrierten Polizei und Feuerwehr rund 70 Einsätze. So drohte zum Beispiel im Buchenberger Kreuztal ein Hang abzurutschen. Die Feuerwehr konnte hier aber Schlimmeres verhindern. Im Ostallgäu liefen Keller voll, Straßen wurden überschwemmt. Unter anderem musste hier eine Fabrikhalle leergepumpt werden. Am wenigsten betroffen waren die Landkreise Unterallgäu und Lindau. Hier kam es lediglich zu 4 Einsätzen. Die Bundeswehr wird möglicherweise doch länger in Kempten bleiben als ursprünglich geplant. Der Grund sind infrastrukturelle Probleme in der künftigen Kaserne in Dornbirn, in die die Soldaten umziehen sollen. Die mögliche Verzögerung gab jetzt der zuständige Kommandeur während eines Appells bekannt. Die Aufnahme des gesamten Personals in Dornbirn werde in den kommenden Jahren schwierig bis gar nicht möglich. Gleichzeitig wurde aber bekannt gegeben, dass das Sanitätszentrum am Haubensteinweg bereits Ende des Jahres aufgelöst werden soll. Nähere Informationen zum Thema haben wir dann am Mittwoch in unserer aktuellen Sendung. Um eine Ausreise von jungen radikal-islamischen Männern nach Syrien zu verhindern, haben sich einige Kemptener Bürger jetzt an das türkische Generalkonsulat in München gewandt. Das geht aus einem Artikel der Allgäuer Zeitung hervor. Die türkische Botschaft in Berlin bestätigte der Zeitung, dass dies in einigen Fällen geschehen sei. Nun gehe es darum, die Radikalen an der Ausreise zu hindern bzw. sie bei einer Einreise in die Türkei festzunehmen. Die Stadtverwaltung Kempten hat bereits Ausreiseverbote verhängt. Beim ersten Red Bull Air Race in Polen hat der Allgäuer Kunstflieger Matthias Dolderer gestern die beste Nettozeit aufgestellt. Allerdings durchflog Dolderer 2 Tore zu hoch. Deshalb erhielt er einige Strafsekunden, die ihm letztendlich den Sieg kosteten. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Es war halt, du kommst um die Kurve rum, das geht so schnell, dann rollst du aus, boom, dann bist du zu hoch, da kannst du nichts mehr machen. Ich bin einfach sehr kurze Linien geflogen. Es kann gut sein, dass noch irgendeiner schneller fliegt heute. Der Rückenwind da von Süden, der hat uns ein bisschen geschoben. Jetzt gilt es natürlich, die Enttäuschung abzuhaken, das Positive rauszuziehen und den anderen den Kampf anzusagen für die nächsten Rennen, weil ich weiß jetzt, der Flieger ist stark, ich kann es auch und ist eigentlich schon wieder eine Motivation, jetzt gerade recht. Dolderer musste sich mit dem 11. Platz zufrieden geben. Ganz oben auf dem Treppchen landete der Favorit Hannes Arch aus Österreich. Er baute damit seinen ohnehin schon deutlichen Vorsprung in der Gesamtwertung der WM noch weiter aus. Der italienische Tennisspieler Simone Bolelli hat gestern das Einzelfinale des Oberstaufen-Cups gewonnen. Der 28-Jährige besiegte den Stuttgarter Michael Berrer. Aufgrund des Regens waren die Platzbedingungen sehr schwierig. Laut Turnierdirektor Hans Herrmann sei es aber das sehenswerteste Finale der 22-jährigen Turniergeschichte gewesen. Bolelli hat in dieser Saison schon 4 Turniere gewonnen. Das Doppelfinale gewannen der Niederländer Wesley Kohlhoff und der Italiener Alessandro Motti. Der Oberstaufen-Cup ist Teil der sogenannten ATP Challenger Tour, an der hauptsächlich Spieler außerhalb der Top 100 Weltrangliste teilnehmen, um Punkte für die Teilnahme an höherklassigen Turnieren zu sammeln.
Soweit unsere Kurznachrichten. Wir schauen aufs Wetter. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 14 bis 17 Grad. Aus Westen wehen schwache Böen, besonders am Alpenrand kommt es dabei zu starken Regenfällen. Im nördlichen Allgäu bleibt es stellenweise trocken. Morgen Vormittag bleibt es regnerisch, das Thermometer steigt auf 17 bis 20 Grad. Nachmittags wird es noch etwas milder, es gibt weniger Niederschläge, die Sonne lässt sich aber noch immer nicht blicken. Mittwochs gibt es noch vereinzelten Sprühregen, der Himmel bleibt wolkig. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus Westen. Am Donnerstag wird es zum Nachmittag hin trocken, die Sonne kommt wieder zum Vorschein, dabei erreichen die Temperaturen bis zu 20 Grad. Freitags steigt das Thermometer sogar auf bis zu 24 Grad. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, abends kann es aber Gewitter geben. Ursprünglich hat der Fischertag in Memmingen eine ganz praktische Funktion erfüllt, weil der Stadtbach regelmäßig abgelassen und gereinigt werden musste, man aber die Fische darin nicht verkommen lassen wollte, wurde er vorher leer gefischt. Am Samstag war es in der Maustadt wieder soweit, da sind die Memminger in ihren Stadtbach gejuckt, auf der Jagd nach der Größten, nach der Königsforelle. Einer der Fischer am Samstag war Thilo Fromlett, wir haben ihn an diesem Tag begleitet. Memmingen, Samstagmorgen, kurz vor 6:30. Nach und nach sammeln sich die Fischer an der städtischen Realschule, um sich ihren Stempel auf der Berechtigungskarte abzuholen. Einer von ihnen ist Thilo Fromlett. Nach rund 2 Jahrzehnten Abstinenz vom Fischertag ist er in diesem Jahr wieder erstmals mit dabei. Das kam über meine 2 besten Freunde. Und für den einen habe ich zum 40. Geburtstag in der Schatztruhe meiner Habseligkeiten gesucht und bin nach Erinnerungen, nach Fotos, und bin dann auf einen Brief von meinem Freund Klaus Deng gestoßen, anlässlich meines 20. Geburtstags, vor 25 Jahren jetzt exakt. Und da war zu diesem Geschenk, hat mir hier diesen Memminger Mau in Zinn gegossen, geschenkt und einen Gutschein für gemeinsam Neijucken. Und den habe ich all die Jahre nicht eingelöst und den habe ich jetzt einfach gezogen, weil der hat kein Verfalldatum gehabt. Der Weg zum Schrannenplatz. Zahlreiche Schaulustige säumen die Straßen und Wege dorthin. Am Ziel angekommen hören die Teilnehmer den Fischerspruch. Und so langsam spürt man hier auch die wachsende Nervosität der Fischer. Also eine gewisse Anspannung ist immer da. Die ganze Stadt ist irgendwie mit einer speziellen Atmosphäre aufgeladen und dem kann man sich nicht entziehen. Also natürlich ist da Anspannung. Und wenn man da hockt am Geländer und auf den Böller wartet, da geht der Puls schon hoch, das ist klar. Kurz vor 8 Uhr, Thilo Fromlett hat seinen Platz am Stadtbach gefunden. Sobald der Böllerschuss erfolgt, geht es für ihn und seine Mitstreiter los in den Stadtbach. Oh, Strategie, Neijucke rausziehen und hoffen, dass der Größte ist. Wer fängt den Größten heuer? Ja, das wird sich rausstellen. Die Chance ist, glaube ich, 1 zu 1300. Aber ich hoffe natürlich, dass ich's bin. Die Hoffnung war vergeblich, das Ergebnis für Thilo Fromlett enttäuschend. Seine Bilanz nach dem Sprung in den Memminger Stadtbach? Also 0, leider keinen gefangen. Das ist das Schlimmste aller möglichen Fälle, weil jetzt ist mir der Spott aller meiner Fischerkameraden sicher. Und beim Weißwurstfrühstück kann ich mir gleich einen Button hinmachen. 0 Fische, Loser Fischer. Das ist so. Aber ich kann damit leben. Die Ehre ist gerettet. Einen. Hauptsache einen. Der Erste ist der Wichtigste und nächstes Jahr kommt die Größte dran. Gefeiert wurde danach bei einem privaten Weißwurstfrühstück trotzdem, mitsamt dem einen oder anderen bösen Spruch. Einen ausführlicheren Bericht zeigen wir Ihnen in unserer nächsten Ausgabe von Boulevard am kommenden Mittwoch. Im Münchner Eiskanal ist es seit Jahren ein echter Hingucker, wenn die Surfer über das Wasser tanzen. Ähnliches gab es am Wochenende auf der Iller zu sehen. Gleich die Bilder dazu. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute, die denken sich lieber mehr, als sie sagen.
gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Bei der AOK Bayern ist Ihre Gesundheit in besten Händen. Von Vorsorge bis Versorgung, von Studium bis Rente, von Kind bis Senior. Für jedes Thema stehen die Experten der Gesundheitskasse zur Seite. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem privaten Regionalfernsehen. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Surfen kann man vorzugsweise entweder im Internet oder am Strand. Seit einiger Zeit aber auch an Illerbrücken. Das hat am Wochenende wieder mal der Brückenhänger Jam in Kempten unter Beweis gestellt. Profis zeigten dort ihr Können und Anfänger durften das Illersurfen ganz unkompliziert und einfach mal ebenso ausprobieren. Illersurfen schaut manchmal so einfach aus, wenn man es kann. Dafür braucht man nur ein Seil, eine Brücke, ein Brett und die Idee, es mal auszuprobieren. Denn damit hat alles vor ein paar Jahren angefangen. Wir haben es einfach mal gesehen, haben ein paar Jungs schon gemacht. Man fährt drüber, sieht es an der Brücke und ja, sieht ganz lustig aus. Dann wollen wir es mal ausprobieren. So bin ich drauf gekommen. Ich bin eigentlich vom Meer gekommen, habe es da angefangen und habe aber irgendwie so einen Ausgleich gesucht oder wollte einfach mal was anderes probieren. Wir haben kein Meer und dann sucht man natürlich irgendeine Alternative und kommt dann zum Illersurfen im Endeffekt. Beim Brückenhänger Jam in Kempten haben Können auf ihrem Gebiet gezeigt, welche Tricks man machen kann, wenn man denn lange genug geübt hat. Es ist ein bisschen wie Wasserskifahren, hat weniger mit dem Wellenreiten zu tun, also wie im Meer. Und das Wasser kommt auf einen zu. Im Meer ist es genau andersrum, da kommt das Wasser von hinten, also andere Richtung. Und ist das schwierig oder einfach oder nur anders? Also Wellenreiten im Meer ist auf jeden Fall schwieriger, kann ich ganz klar sagen. Für alle, die sich nicht in die kalten Fluten stürzen und trotzdem nicht auf Surfen verzichten wollten, gab es beim Brückenhänger Jam eine Alternative, den Surfsimulator. Noch größer war der Antrag dort, wo Neugierige tatsächlich mal selbst Illesurfen konnten. Viel mitbringen musste man dazu nicht. Neopren wäre ganz gut, vielleicht ein bisschen ein Brettgefühl, wenn man mit Brettsportarten viel zu tun hat, Snowboarden, Longboard fahren, Skateboard fahren, alles was in die Richtung geht. Und wasserscheu sollte man nicht sein. Im Endeffekt kann es gern jeder lernen, also es funktioniert locker. Ich sage mal, ein bisschen Altersbegrenzung ist in der ganzen Sache schon, weil wir haben doch ein bisschen ein tiefes Wasser und aufs Brett zu kommen ist am Anfang ein bisschen schwieriger, aber wir haben auch 10-Jährige, die auch auf dem Wasser schon unterwegs sind, also das funktioniert dann auch. Sonst muss man nichts mitbringen. Überrascht waren die Organisatoren davon, wie schnell die Anfänger das Illersurfen gelernt haben. Also ich muss sagen, richtig gut. Da habe ich damals, als ich hier angefangen habe, um einiges länger gebraucht. Da sind die heute richtig zackig unterwegs. Also 5 Minuten, 10 Minuten, dann steht eigentlich jeder auf dem Brett. Wir haben natürlich auch super Instruktoren. Mehr Bilder vom Brückenhänger Jam können Sie bei uns in der Sendung Boulevard ab kommenden Mittwoch sehen. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und freue mich, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind.